Habt ihr euch schon mal gefragt, wie so ein Schiff funktioniert? Zum Glück weiß ich genau, zu wem ich mit meinen Fragen gehen muss. Das ist Herr Danker Carstensen. Und das ist sein Schiff. Er ist aber kein Kapitän, sondern Museumsleiter im Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock. Ein Museumsleiter muss eben nicht nur gucken, dass das Museum gut aussieht und dass hier alles in Ordnung ist, sondern er hat sich natürlich auch darum zu kümmern, wie das Museum in der Öffentlichkeit dargestellt wird, also wie präsentieren wir uns für die Besucher. Ich bin schon ganz gespannt, was es hier zu sehen gibt. Immerhin sind auf dem Schiff mehr als 12.000 Ausstellungsstücke auf über 1.900 Quadratmeter. Das sind ungefähr 12 Volleyballfelder. Das Museum, das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum, ist natürlich ein großer Tummelplatz für Entdecker. Ganz schwer! Man kann sich ausprobieren, über physikalische Prinzipien etwas erfahren. Und das probiere ich jetzt aus. Vom Flaschenzug über moderne Großwerften werden sämtliche Bereiche der Schifffahrt hier aufgegriffen. Und man kann immer wieder selbst Hand anlegen. Das hier ist Flüsterrohr. Dadurch hat man sich früher durch das gesamte Schiff unterhalten können. Mein Höhepunkt ist die Miniport-Anlage, wo man selbst einmal Kapitän sein kann. Aber bevor man ein richtiges Schiff fahren darf, muss man noch einige Sachen lernen. Hier kann man sich Knoten ansehen. Und zum Beispiel kann man lernen den Palsteg. Da gibt es auch eine ganz einfache Eselsbrücke für. Da macht man einmal so ein Auge und dann kommt der Frosch aus dem Teich, läuft einmal um den Baum herum und springt wieder rein. Und dann hält man hinten die zwei Enden fest und zieht an dem anderen und dann hat man schon einen Palsteg. Der wird zum Beispiel genutzt, um anzulegen, dann wirft man das über einen Poller und dann ist das Schiff fest. Man erfährt hier eben auch in dem Museum, wie die Lebensbedingungen oder die Arbeit für die Besatzungsmitglieder war, wie viele Leute es hier gab, wie sie untergebracht waren. Das erfährt man im Achterdeck. Da sieht man dann also auch die Kabinen und die Kojen für die Besatzungsmitglieder. Man kann einen Blick in die Kombüse, das heißt in die Küche werfen und kann erkennen, was denn die Besatzungsmitglieder zu essen bekamen. Es ist aber nicht immer das Leben von heute an Bord, sondern eben wie es hier vor 50 oder vor 40 Jahren zuging auf diesem Schiff. Früher gab es keine Handys oder Internet auf den Schiffen, dafür aber eine andere Art, Nachrichten zu verschicken. Morse. Wenn das nicht mal cool war. Ich habe richtig viel gelernt und wir sehen uns das nächste Mal.